Hallo und herzlich willkommen zu der nun schon dritten Folge der Serie Let's Animate. In dieser Folge stelle ich euch noch ein paar neue Besorgungen vor, die ebenfalls in die Animation einfließen werden. Viel Spaß! Ich habe mir vor kurzem ein kleines Paket bei Brick Factory Berlin bestellt, in dem insgesamt drei unterschiedliche Produkte enthalten waren. Den Anfang macht der französische Offizierstorso. Abgesehen von diesem waren leider alle anderen Franzosen bereits restlos ausverkauft. Glücklicherweise hat allerdings United Bricks nun wieder Franzosen auf Vorrat und ich werde wohl bald ein paar von diesen besitzen. Der Torso von Brick Factory Berlin ist zwar relativ schlicht gehalten, aber ich wollte unbedingt auch einen französischen Offizier unterbringen. Neben diesem Torso habe ich mir auch, wie bereits angekündigt, die bedruckten Waffen von Valiant Bricks bestellt. Genauer gesagt handelt es sich dabei natürlich um Karabiner 98Ks und Lee Enfield Gewehre. Ich muss sagen, dass mich die Qualität wirklich sehr beeindruckt hat und ich die Waffen für extrem detailreich halte. Ich glaube wirklich, dass diese Produkte die Animation aufwerten werden. Und auch Fotos und Mocs sollten auf jeden Fall von ihnen profitieren. Gerade im Vergleich zu den Overmolded-Waffen empfinde ich auch den Preis als extrem human. Zwar dürfte das Ausstatten einer riesigen Armee doch etwas teurer werden, aber ich persönlich brauche für meine Animationen sowieso nicht allzu viele Exemplare. Die größte Neuerung ist allerdings die Einführung des Renault FTs. Ihr habt ihn euch zahlreich gewünscht und diesem Wunsch musste ich natürlich nachkommen. Der Renault FT hat in den letzten Jahren wohl vor allem durch das Spiel Battlefield 1 stark an Bekanntheit erlangt, aber er wurde von der französischen Armee auch noch im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Dieser extrem kleine Panzer bildet meiner Meinung nach einen guten Kontrast zu dem doch recht klotzigen Char B1, der ja ebenfalls vorkommen wird. Dieses Modell von Brick Factory Berlin gefällt mir vor allem aufgrund der Proportionen und des schönen Camos sehr gut. Der Turm ist zumindest ein bisschen drehbar und insgesamt weist das kleine Kärtchen vier bedruckte Steine auf, was schon mal keine schlechte Ansage ist, vor allem in Anbetracht der Größe. Das Modell ist insgesamt wirklich schön durchdacht und bietet auch ein paar interessante Ideen. Der größte Kritikpunkt ist für mich allerdings der Preis. Dieser fällt nämlich vor allem im Vergleich zu den anderen Brick Factory Berlin Modellen ziemlich hoch aus. Ein gutes Preis-Teile-Verhältnis weist dieser Panzer wirklich nicht auf, aber ich denke mal, das ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass er auch von einer anderen Person designt wurde. Es müssen also insgesamt zwei Leute bezahlt werden. In die Animation wird er aber trotzdem garantiert perfekt passen, von daher war er die Anschaffung auf jeden Fall wert. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Update-Video gefallen. Nächste Woche schauen wir uns noch ein paar neue Wehrmachtsfahrzeuge an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.